Bayern kann das Double holen, Pep will ein neues City und die wichtigsten Transfers der Woche nochmal zusammengefasst. Das sind Themen des Tages, mein Name ist Flo, willkommen bei den One Football Daily News am Freitag. Wochenende, Leute! Bevor wir richtig loslegen, schauen wir aber erstmal auf die Relegation gestern. SV Werder Bremen gegen Heidenheim. 0:0 ist es ausgegangen. Ein kämpferisch wirklich gutes Spiel von den Heidenheimern. Und alles, was man gut gemacht hatte gegen Köln auf Werder Bremen Seite, ja, ist aus dem Spiel gewesen. Offensiv keine Ideen und wirklich wenig attraktiver Fußball. Alles, was eben man gegen Köln gut gemacht hat, hat man jetzt schlecht gemacht gegen Heidenheim. Und das weiß auch Florian Kohfeldt. Das war ein sehr schlechtes Spiel von uns. Wir haben es nicht geschafft, die richtigen Antworten auf den Plan von Heidenheim, der trotz Dreierkette nicht überraschend war, zu finden. Wir haben unseren Plan nicht auf den Platz bekommen und sind nicht in die Räume gekommen. Da schließe ich mich mit ein. Alles in allem eine taktische und kämpferisch richtig gute Leistung von Heidenheim. Und am Montag geht man dann mit stolzer, geschwellter Brust ins Spiel, denn in diesem Spiel war man halt wirklich die bessere Mannschaft, fand ich. Und deshalb kann man sich auf Montag freuen. Freuen kann man sich auch auf morgen Samstag, denn da gibt es zwei richtig geile Spiele. Das erste, das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen. Auf Werkself-Seite muss man leider auf Paulinho verzichten. Der hatte ja im Halbfinale 90 Minuten durchgespielt. Jetzt hat er sich aber einen Kreuzbandriss zugezogen und muss deshalb mehrere Monate pausieren. Gute Genesung an ihn und ja, einfach gute Besserung. Die Bayern können hingegen aus den Vollen schöpfen und deshalb hat auch Serge Gnabry ein gutes Gefühl für den DFB-Pokal. Die Vorfreude ist sehr groß, weil wir wissen, dass wir wieder einen Titel, sogar das Double, holen können. Wir waren auch im Hinspiel, dass wir zu Hause gegen Leverkusen verloren haben, die bessere Mannschaft, aber haben unsere Chancen nicht genutzt. Im Rückspiel in Leverkusen haben wir es dann besser gemacht. Deshalb gehen wir mit einer breiten Brust ins Spiel und dem kleinen Vorteil, dass wir das letzte Duell gewonnen haben. Und wer noch mehr DFB-Pokal sehen möchte, auch morgen 16:45 Uhr in der ARD live das Frauen-DFB-Pokalfinale. SGS Essen gegen den VfL Wolfsburg. Natürlich gehen die Wölfe als Favorit in das Spiel, aber wir wissen ja alle, der DFB-Pokal hat seine eigenen Regeln und alles kann passieren. Also, wer direkt mal zwei DFB-Pokalfinals hintereinander schauen möchte, ab 16:45 Uhr dann einschalten. Es wird ein richtig geiler, spannender Fußballabend. Gestern Abend spielte unter anderem auch Manchester City gegen Liverpool und die haben sie so richtig auseinandergenommen. 4:0 gewannen die Sky Blues. Pep Guardiola hat die Mannschaft taktisch perfekt aufgestellt und es war einfach eine unfassbar gute Leistung. Aber in einem Interview davor hat Pep Guardiola nicht ganz durchblicken lassen, was denn so sein Plan für die nächste Saison ist oder zumindest, ob er denn wirklich zufrieden ist mit dem Kader für die nächsten paar Jahre. Wir müssen einen Umbau machen. Die Spieler, die nicht bleiben wollen, müssen gehen. Das ist die erste Überlegung. Und natürlich werden wir nach dem, was viele für uns in den letzten Dekaden geleistet haben, gerne die Spieler bis in alle Ewigkeit halten. Aber wir werden alle älter und müssen sie deshalb mit neuen Spielern ersetzen. Zumindest einer, das ist die Hoffnung von Pep Guardiola, wird länger bleiben. Und zwar Phil Foden, der gestern auch nochmal eine richtig gute Leistung an den Tag gelegt hat. Und noch mehr junge Spieler sollen kommen. Jadon Sancho steht nicht auf der Liste. Dafür aber, okay, vielleicht nicht ganz jung, aber als neue Leitfigur bei den Citizens, David Alaba. Bei dem stockt nämlich momentan die Vertragsverhandlung beim FC Bayern und er kann sich vorstellen, in die Premier League zu gehen. Und Pep Guardiola denkt natürlich auch ganz viel Gutes über Alaba selbst. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass, wenn sich beim Gehalt bei Alaba und dem FC Bayern nicht geeinigt wird, dass er dann nächste Saison oder spätestens übernächste Saison Sky Blue trägt. Und ein weiterer Verteidiger steht noch auf dem Zettel der Citizens und zwar Kalidou Koulibaly. Die Innenverteidigung bei den Citizens ist ja momentan so ein bisschen zerrüttet. Es gibt nicht viele Optionen und deshalb braucht man eben Verstärkung. Und Koulibaly ist der beste Verteidiger der Serie A und würde sich gut machen bei Manchester City. In den letzten Tagen haben wir schon so oft über potenziell bald offizielle Transfers geredet, dass wir eigentlich schon alle Informationen zu den jeweiligen Transfers geliefert haben, zum Beispiel Sané, Hakimi und so weiter. Und deshalb werde ich jetzt nur noch mal kurz abreißen, was denn diese Woche so passiert ist. Der Transfer von Leroy Sané zum FC Bayern ist jetzt perfekt. Heute Morgen um 9 haben alle Twitter-Kanäle bzw. Social-Media-Kanäle den Transfer offiziell verkündet. Aber einer ist ein bisschen aus der Reihe getanzt, denn gestern Abend schon verkündete fälschlicherweise der arabische Twitter-Account vom FC Bayern die offizielle Bestätigung, was eigentlich noch gar nicht passieren sollte, aber trotzdem war es dann eben offiziell. Heute Morgen kam dann wieder die Bestätigung und deshalb ist Leroy Sané jetzt ein Bayer. Und auch offiziell bekannt gegeben wurde der Transfer von Real Madrid zu Inter Mailand von Achraf Hakimi. Donnerstag wurde es, wie gesagt, offiziell gemacht. 40 Millionen zahlt Inter Mailand und er bekommt einen Vertrag über 5 Jahre. Und auch Jude Bellingham soll bald offiziell verkündet werden. 23 Millionen Euro zahlt der BVB höchstwahrscheinlich an Birmingham City. Und das, wenn man der Sportbild glauben möchte,
dann für 5 Jahre. Und auch der Wechsel von Waldemar Anton zum VfB Stuttgart wird immer deutlicher, kristallisiert sich heraus. Der Sportdirektor von Hannover 96 bestätigte nochmal ein Interesse von Stuttgart und auch, dass sie sich schon in den Verhandlungen befinden. Also spätestens nächste Woche sollte dieser Transfer auch bekannt gegeben werden. Ein weiteres Gerücht, das gestern aufkam, war ja Weston McKennie zu Hertha BSC. Hertha ja wie gesagt mit ganz schön viel Geld regen, aber trotzdem wird sich Weston McKennie höchstwahrscheinlich bald eher in der Premier League wiederfinden. Schalke 04 hat unfassbar hohe Schulden und muss Geld reinholen und Weston McKennie wäre so einer, der viel Geld reinbringen würde. In England interessieren sich vor allem Everton und Newcastle, aber auch noch 2 weitere nicht namentlich genannte Clubs und die Ablöse wird sich so wahrscheinlich zwischen 35 und 40 Millionen Euro befinden. So Leute, jetzt seid ihr gefragt, lasst mich unten in den Kommentaren wissen, was tippt ihr für die beiden Finals morgen? SGS Essen gegen den VfL Wolfsburg und FC Bayern gegen Leverkusen. Was tippt ihr? Alles unten in die Kommentare. Das war's für heute mit den Daily News. Ich wünsche euch ein richtig schönes Wochenende. Haut rein, bis dann.